Sommerhaus der Stars, Ekelalarm. Darauf müssen sich die Promis jetzt gefasst machen. Ab dem 9. Juli stellt RTL wieder 8 mehr oder weniger bekannte Promi-Paare im Sommerhaus der Stars ins Rampenlicht. Bis zu 17 Tage müssen es diese auf engstem Raum miteinander aushalten, dass Reibereien vorprogrammiert sind, steht wohl außer Frage. Jetzt gab der Sender weitere Details über die Unterkunft der Promi-Paare bekannt, nur so viel: Luxus ist was anderes. Geschlafen wird in Stockbetten, die Matratzen sind unbequem, Rückzugsmöglichkeiten oder Privatsphäre gibt es nicht. Wer in Staffel 3 alles an die portugiesische Algarve-Küste zieht, erfahrt ihr im Artikel unten. Am 9. Juli ist es wieder soweit, 8 neue Paare ziehen ins Sommerhaus der Stars. 2 der teilnehmenden Promi-Paare waren bereits durchgesickert, jetzt sind auch die anderen Kandidaten offiziell. Mini-Poll und bröckelnde Fassade. Der Poll ist kleiner als 2007 und auch der Putz an der Außenfassade bröckelt noch mehr als im vergangenen Jahr, als Model Nico Schwanz, 40, und seine damalige Verlobte, Blaumatte Saskia Azat, 26, aus der Show als Gewinner hervorgingen. Doch das war noch nicht alles, eine der Toiletten befindet sich nicht im Haus, sondern im Garten. Und auf dieser Örtlichkeit darf das Klopapier nicht heruntergespült werden, sondern muss separat entsorgt werden. Na lecker. Wir sind gespannt, wie sich die Promis bei dieser und auch bei allen anderen Herausforderungen in Portugal schlagen werden. Eine Neuerung könnte den Kandidaten allerdings zugutekommen. Erst ab Tag 3 können sie einander rauswählen, bis dahin bleiben alle 8 Paare zusammen.